liebe Angelfreunde. Der Sven Busse und ich, einer meiner Lieblingsforellenangler. Direkt mal zum Anfang muss ich mich ein bisschen einschleimen. Ich krieg ja immer häufig einen blöden Spruch gedrückt. Entschuldigung, mir ist gerade ein bisschen kurz so hochgekommen, aber... Na, wir sind heute verabredet in der Angelanlage Millerscheid an einem schönen Spätsommer. Frühherbst ist es noch nicht, hast du mich korrigiert. Nein. Spätsommer. An einem schönen Spätsommertag zum Forellenangeln. Und wir wollen heute wieder ein bisschen Köder ausprobieren. Und da ist, die Köder sind in dieser Box drin. Und der Sven hat auch schon einen montiert. Und bevor wir auf das ganze Gelaber kommen, wie immer, Sven, wir angeln heute mit? Wobblern. Mit Mini-Wobblern, kann man das so sagen? Mit UL-Mini-Wobblern. Genau. Ja, das klingt spannend. Mini-Wobbler, finde ich, ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt in letzter Zeit, angesichts von Spoon, Gummiköder etc. Aber ist nach wie vor ein guter Köder, ne? Immer noch ein guter Köder. Und deshalb habe ich den Sven heute verpflichtet, dass er mir und euch das ein bisschen mal zeigt, wie man damit angelt, wo die Vorteile sind. Bevor wir euch jetzt die besten Wobbler und Führungstechnik vom Sven zeigen, gehen wir erstmal ins Wasser, machen ein paar Wurf, damit ihr ein bisschen was anderes habt. Los geht's! Erster Fisch für heute. Und welcher ist es? Auf den FTM Masu Wobbler. Schön. Du hast ihn nur durchgekurbelt, ne? Einfach durchgekurbelt. Ist normalerweise die beste Methode. Nicht immer, aber häufiger. Oh, schöner Fisch. Ja, und an dem leichten Grill, der ist gar nicht ganz so klein, glaube ich. Nein, der ist richtig gut. Oi, eingenetzt. Sven, hervorragend. Schöne Farbe hat er auch. Ja. Ja, hier haben wir eine schöne kleine Lachsforelle auf den Wobbler. Sauber gehakt vorne. Ist oft manchmal ein ganz guter Köder für größere Fische, der Wobbler. Ja, ich sehe schon hier. Also wirklich ein toller Fisch. Ja, das finde ich auch. Schöne Farbe. Hat gut was gemacht. Der wird schmecken. Das glaube ich. Der ist ja für mich, ne? Selbstverständlich. Danke, danke. Für deinen Räucherofen. Jawohl. Einer meiner Lieblingswobbler ist der FTM Masu. Ein leicht bananenförmiger, relativ schlanker Wobbler von der Seite. Oben drauf ist er ein bisschen breiter. Er hat sehr viel Auftrieb, das heißt, es ist ein schwimmender Wobbler. Läuft ziemlich flach, so um die 50 cm. Das heißt, wenn die Forellen oben stehen, lässt er sich wunderbar einsetzen, hat ein sehr, sehr aktives Laufverhalten, also der schlängelt wirklich wie so eine Schlange durchs Wasser, macht sehr viel Druck unter Wasser und unter den richtigen Bedingungen ist das echt ein sehr, sehr, sehr guter Köder. Also die Wobbler für das Fischen im Forellensee sind sehr aggressiv laufende Köder, die schon bei kleinster Einholgeschwindigkeit stark wackeln. Und das Beste bei der Köderführung ist, den Köder wirklich auszuwerfen. Je nach Wobbler halt, ob der schwimmt, ob der sinkt, kann man sofort mit dem Einholen beginnen und einfach langsam einkurbeln. Keine großartigen Bewegungen mit der Rute machen. Man kann den Köder ab und zu mal twitchen, aber jetzt nicht so aggressiv, wie man das vom Barschangeln zum Beispiel kennt. Aha. Also nicht so wild rum mit der Rute oder die so? Die Forelle verfolgt den Köder gerne. Und wenn der so wild hin und her schießt, hat die irgendwann keine Lust mehr. Da fange ich mit einem Köder, der einfach geradlinig läuft und vielleicht mal so eine kleine Ausweichbewegung macht, deutlich besser. Genauso wichtig ist, dass man den Köder auch langsam einholt. Ich hatte ja gesagt, die Köder laufen ziemlich aggressiv, schon bei kleiner oder bei geringer Einholgeschwindigkeit. Wenn ich zu schnell werde, legt sich der Köder auf die Seite und ist dann auch nicht mehr so fängig. Also man sollte schon darauf achten, dass man den Köder langsam einholt und dass der dann auch wirklich wackelt im Wasser und nicht sich irgendwie auf die Seite legt und da durchs Wasser surft. Damit werden wir nichts fangen. Mein absoluter Lieblingsköder ist der Mega Masu. Mega Masu ist auch so bananenförmig, relativ schlanke Silhouette, so wie ich sie beim Forellenangeln auch bevorzuge. Ich bin kein großer Freund von diesen ganz dicken Ködern.
Ich mag es lieber, wenn die Köder etwas länger und schlanker sind und wirklich richtig schön Aktion im Wasser zeigen. Das ist ein schwebender Wobbler. Das heißt, wenn der einmal auf Tiefe ist und der Snap ist nicht zu schwer oder ich habe ihn möglicherweise sogar direkt angeknotet, was bei vielen Wobblern auch ganz gut funktioniert, dann bleibt er beim Einholstopp in der Tiefe, in der er sich befindet, stehen. Da kann man noch mal so einen kleinen zusätzlichen Reiz vielleicht geben, auch besonders im Winter, wenn es wirklich auf ganz, ganz langsame Köderführung ankommt und die Forelle vielleicht auch ein bisschen unentschlossen ist, den einfach mal stehen lassen, dann wird er auch gerne genommen. Läuft auch sehr, sehr aktiv und ein bisschen tiefer zum Beispiel als den Maso, den wir davor hatten. Der geht so bis 1,50 Meter maximal geht der runter. Auch dieser Köder, wirklich sehr starke Schlängelbewegungen, darum wichtig langsam führen, aber dann fängt der wie eine Maschine. Und diese Farbe, dieses Gelb mit diesen roten, bunten Punkten, die finde ich einfach super. So, jetzt ein Fisch auf den Mega-Masu. Der läuft etwas tiefer als der Masu-Wobbler, mit dem wir vorhin schon gefangen haben. Oh ja, er macht auch ein bisschen Terz wieder. Ja, der kämpft ein bisschen besser. Gucken, was wir da haben, wenn wir ihn kriegen. Steigt auch manchmal eine aus mit Wobbler, ja, im Grill, ne? Die Aussteigerrate mit Wobbler ist höher als mit Spoon und definitiv höher als mit Gummi. Das liegt halt einfach an der Größe der Köder und dem Hebel, den der Fisch dann hat. Boah, der macht gut Terz hier. Damit muss man aber leben. Dafür kriegt man aber auch manches Mal den einen oder anderen Biss mehr. Also eine kleine ist das auch wieder nicht. Nee, das ist wieder so eine schöne Portionslachsforelle. Hervorragend! Also der, und da ist er. Der Sven, der fängt mir heute, wenn ich schon nicht angeln darf, wenigstens die Lachsforellen. Eben. So muss das sein. Für den Räucherofen oder die Pfanne. Ja. Ich glaube Räucherofen. Hervorragend. Sven, du machst einen guten Job heute. Ja, ich gebe mein Bestes. Ausnahmsweise mal. Ja, genau. Ausnahmsweise. Ja, der Mega-Masu hängt schön im Maul, Maulwinkel. Sauber gehakt. Der konnte sich dann auch nicht mehr lösen im Drill. Wieder eine schöne, ordentliche Lachsforelle. Das freut den Gregor. Heute filtern wir, glaube ich, mit dem Wobbler die etwas größeren Fische ja, raus. Ja, perfekt. So mag ich das am liebsten. Ist ja alles drin im Teich, aber jetzt zwei Fische, zwei Lachsforellen. So muss es sein. Kann Zufall sein, glaube ich aber nicht. Ich hoffe nicht. Wir fangen noch mehr vielleicht. Da gehe ich von aus. Jetzt probieren wir mal den Maso Security in dieser dunklen Farbe. Wir haben jetzt ja schon ein paar Fische gefangen. Sind jetzt vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger auf die grellen Farben, dass da nicht mehr drauf reagieren. Denn die Sonne steht jetzt relativ hoch, ziemlich sonnig. Jetzt probieren wir mal sowas Dunkles mit so ein paar roten Glitterteilchen und mal gucken, wie sie darauf reagieren. Security hat zugeschlagen, jo, Sven. Der hat aber richtig, Oh, das ist aber eine Kapitale. Oder ein Kapitaler. Ich sehe jetzt mal davon ab, diesen Fisch zu keschern. Ja, das ist auch nicht mal eine Forelle. Aber auch das funktioniert am Forellensee, dass man mal was anderes fängt. Auf so einen Wobbler. Ein kleiner Barsch. Also so ein bisschen mit Wobbler und Kapitale ist jetzt ein bisschen widerlegt, ne? Das ist jetzt ein bisschen widerlegt, aber Kopf hat Schwanz, ist Fisch. Ja, so ist es. Komm, Catch and Release. Catch and Release. Sonst Catch and Cook gerne, aber heute Catch and Release. Und da schwimmt er weg. Sven, unsere Stunden sind vorbei. Genau. Du hast mir ganz gut gezeigt, wie das klappt mit den Wobblern, ne? Das hat Spaß ich gemacht, schöne Drills. Ich habe ein paar schöne Fische für meinen Räucherofen. Genau. Also Sven hat seine Aufgabe doppelt erfüllt. Meine Wobblerbox habe ich auch wieder gekriegt. Ja. Also kurzfristig hatte ich mal die Befürchtung. Ein paar nehme ich mir raus. Ja, war klar, so wie immer. Ja, und also Wobbler gekriegt, Fische gekriegt für den Räucherofen und gezeigt bekommen, wie das klappt mit den Wobblern. Also ein rundum erfolgreicher Tag für dich. Und für dich auch. Ja, okay. Du filmst doch gerne mit mir. Ja, selbstverständlich. Ja, das wollte ich hören. Es gibt keinen, mit dem ich lieber filme. Uiuiui, zu viel Lob. Da habe ich am Anfang geschleimt, jetzt schleimt er. Ich glaube, jetzt ist Zeit, Schluss zu machen. Jetzt ist wirklich Zeit. Gut, wir machen uns auf den Weg nach Hause, wünschen euch viel Spaß beim Angeln am Forellensee, wie auch immer ihr vorgeht dabei oder auch mit Wobbler. Macht es gut, Petri heil. Ciao, ciao. Ciao.